Hi, bei der zweiten Ausgabe von Ezekiel 25 Beat 17. Mittlerweile sind es schon 100 Plays auf YouTube für das, was ich letzte Woche gemacht habe. Und es gab auch zahlreiches an Feedback, so per Mail und dergleichen. Und einige haben mich auch angesprochen. Und von daher war für mich klar, ich wollte es ja eh machen, dass ich einfach nochmal 1, 2, 3, 4 und ein paar mehr Folgen hinterher schieße. Damit es in dieser Woche nicht allzu lang wird, habe ich diese Woche nur zwei Themen. Und zwar zum einen wollte ich ein bisschen über DJs und Marketing reden, weil ich so einen Weiß-Artikel gelesen habe. Und zum anderen wollte ich euch mal Tanzen gegen Tippet, was am 29.01. eine Soli-Party in der Nachtigall in Köln-Ehrenfeld hat, vorstellen. Schauen wir mal. Natürlich stellen die Dinge, die ich hier jetzt vorstelle und über die ich spreche, meine persönlichen überspitzten 50 Cent Meinung zu den ganzen Themenbereichen natürlich wieder. Aber Meinungen sind schließlich wie Arschlöcher. Jeder hat eine. Eines der vielen Themen, über die ich gestolpert bin, ist wieder dieses Ding, was DJs tun, was sie nicht tun sollten, bla 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 bla. Vor ein paar Tagen habe ich einen Weiß-Artikel gelesen, der hieß, eine ganze Generation von DJs hat mehr Ahnung vom Marketing als von Musik. Das klingt ziemlich hart. Wenn ich jetzt einfach mal so die letzten Jahre zurückschaue, sagen wir mal im Vergleich zu 2000, ist das wohl auch wahr, dass DJs heutzutage mehr mit Social Media machen müssen und dergleichen. Früher bestand es halt in vielen Dingen hauptsächlich nur daraus, dass du dahin gefahren bist, wo du auflegen wolltest, beziehungsweise auflegen durftest, deine Musik gemacht hast und gut war. Dann hast du vielleicht hier und da noch im Hintergrund mit ein paar Leuten gesprochen und dir dadurch vielleicht ein paar mehr Chancen für die nächsten Sachen erarbeitet. Klar. Was möchte ein DJ machen? Ein DJ möchte auflegen. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man so auf sich aufmerksam, dass man überhaupt in den Genuss kommt, in irgendeinem Club auflegen zu dürfen? Das kann man natürlich erstmal über Vitamin B machen, das funktioniert heutzutage immer noch. Das heißt, man kennt jemanden, der ein gutes Wort einlegen kann, dass man ja gut ist und dass man dann entsprechend auch mal eine Chance bekommt, aufzulegen. Eine der besten Möglichkeiten heutzutage ist natürlich Soundcloud, indem man dort einen Podcast oder mehrere Podcasts hochlädt, um zu zeigen, wie man mit seiner Musik umgeht, wie man mixt und dergleichen. Soundcloud ist also so eine Art Mixtape, was man abgibt, wie man es auch früher gemacht hat. So, der Veranstalter geht natürlich zum einen nach Qualität, zum anderen wird er aber auch nicht immer gewillt sein. Einige Male wird er es vielleicht, andere nicht. Das ist immer so eine finanzielle Abwägung, jemanden zu nehmen, den keiner kennt, auch wenn er gut ist. Er wird dann eher auf denjenigen zurückgreifen, den Leute kennen. Ich kenne mittlerweile sogar einige Clubs, die bei Clubnächten, wenn sie da das Booking machen, einfach nur nach der Anzahl der Fans bei Soundcloud gehen und dann entscheiden, ob sie jemanden buchen oder nicht. Die hören nicht mal rein. Ja, vielleicht mal quer, aber das war es dann auch. Wenn jemand 3000 Fans bei Soundcloud hat, hat er halt nicht so gute Chancen wie mit 7000, das ist ganz klar. Das ist eine ganz einfache Abwägung, die die da machen, weil sie einfach das Risiko minimieren wollen, dass das Haus leer bleibt. Das kennt man mit Sicherheit auch aus seinem eigenen Freundeskreis. Wenn es darum geht, gehen wir dahin oder gehen wir dahin, dann ist die Sache, Namen habe ich schon mal gehört, ja, könnte gut sein, kenne ich nicht, weiß nicht, So. Ja, und dann schaut man halt, dass man irgendwie einen gewissen Grad an Viralität und genau an der Stelle fängt man dann an und überlegt sich, wie man all die sozialen Netzwerke, die man hat, nutzen kann, um diese verdammte Viralität dann irgendwo in Gang zu setzen. Das heißt, man verlinkt seine Sets zum Beispiel auf einer Artist-Page auf Facebook, die man dann wiederum mit Freunden teilt. Viralität bekommt man ganz einfach nur dann hin, wenn Leute es teilen und die Leute, die die dann kennen, es wieder teilen. Und die Leute danach dann vielleicht nochmal teilen. Also man einen Haufen Leute mehr erreicht, als man eigentlich selber kennt und die einen vorher kannten. Und man darf nun mal nicht davon ausgehen, dass nur weil man ein hammergeiles Set abgeliefert hat, irgendwo in einem Club, die Leute dann automatisch auf Facebook ein Gefällt mir spendieren oder was auch immer. Selbst Veranstalter fragen mich natürlich, wo ist deine Artist-Page? Hast du eine? Und wie schaut es mit Soundcloud aus? Kann ich mir irgendwas von dir auf Soundcloud anhören? Die wollen sich ja auch informieren. Natürlich gilt dies nicht für DJs, die sich schon über Jahre hinweg etabliert haben, deren Namen schon in Stein gemeißelt ist und
die man einfach vom Namen her sofort kennt. Das ist ganz klar. Wer also als DJ unterwegs sein möchte, hier und da auflegen möchte, sich vielleicht auch mal steigern, mehr Gigs haben möchte, der muss halt dafür sorgen, dass sein Name im Umlauf ist. Dafür sind die Social Medias, wie ich eben gerade versucht habe, ganz kurz anzuschneiden, gar kein schlechter Weg. Wie er das dann macht, mit welchen Methoden er versucht, seinen Namen im Umlauf zu halten, das ist dann natürlich jedem selber überlassen. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ich möchte auch diese Woche einen Programmhinweis geben. Nicht etwa für Bass Liebe Tanzen. Eigentlich weiß jede Sau schon, dass am Samstag in der Nachtigall da Premiere ist. Darüber brauche ich nicht mehr reden, das ist ganz klar. Nein, ich möchte reden über ein Projekt, das nennt sich Tanzen gegen Tippet. Und da gibt es eine Aktion zu. Zu dieser Aktion gibt es am Freitag in der Nachtigall eine Party. Mit dieser Party versuchen die Macher von Tanzen gegen Tippet nicht nur ein paar Spendengelder für die nächste Demo einzutreiben, sondern auch das, was ihr Ziel ist, einen Protest, der Spaß machen soll, einfach umzusetzen. Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, warum redet er jetzt über Tanzen gegen Tippet? Also, ich finde die Idee an sich zu demonstrieren, sie in meinem Kunst zu tun, ziemlich geil. Tippet ist vielleicht für die, die es nicht ganz wissen, diese Geschichte mit den Chlorhühnchen und dergleichen. Das ist dieses Freihandelsabkommen, was auf uns zukommt. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die das Ding nicht okay finden. Und die wollen halt entsprechend darauf aufmerksam machen, was die Nachteile von Tippet sind. Bereits September letzten Jahres gab es dazu eine Demonstration, und zwar im quasi Love Parade-Stil. Da hatten die ein paar LKWs, die gestellt wurden von Clubs und dergleichen, und haben demonstriert, während sie mit Techno-Beats die Menge zum Tanzen animiert haben. Deswegen Tanzen gegen Tippet. Wer sich informieren möchte, ich habe hier an einzelnen Stellen den Link zur Veranstaltung eingebaut und ich habe auch den Link natürlich zur Facebook-Seite und zur WordPress-Seite von Tanzen gegen Tippet eingebaut. Wer also Bock hat, sollte sich auf jeden Fall am Freitag vielleicht mal damit auseinandersetzen, vorbeischauen, ein bisschen feiern, tanzen. Es gibt echt geilen, feinen Sound und so eine Art des Demonstrierens kann man einfach nur unterstützen. Ich meine, das ist innovativ, das macht Spaß und hat Inhalt. Das ist ja das Wesentliche. Es muss nicht immer stocksteif durch die Gegend gehen. Man kann auch Spaß haben, dabei seine Meinung kundzutun. Und das ist genau das Geile, warum ich diese Aktion sehr geil finde. Ich habe auch übrigens die letzten Tage schon gehört, dass ich sehr oft das Wort geil benutze. Ja, ich finde das Wort geil halt manchmal ziemlich geil und deswegen benutze ich das Wort geil. Das war's auch schon für diese Woche. Nächste Woche versuche ich einfach mal einen Überblick zu bekommen, was bei uns hier in der Kölner Region so alles an Events ansteht. Schließlich ist bei Karneval immer eine ganze Menge an Action hier in der Gegend und ja, schauen wir mal, was da so geht.